Herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich wieder ein leckeres Zitronen-Tiramisu-Rezept für euch, ohne zu backen, aber nicht mit Löffelbiskuit. Das ist richtig super lecker geworden und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen 250 Gramm Frischkäse, 200 Gramm Schlagsahne, 150 Gramm Mascarpone, 150 Gramm Schmand, 150 Gramm Zucker, 2 Bio-Zitronen und ein Päckchen Sahne steif. Ich habe erstmal die Schlagsahne mit Sahne steif geschlagen. Die restlichen Zutaten habe ich dann in eine Schüssel hineingegeben und mit einem Mixer glatt gerührt. Dann wird die geschlagene Sahne einfach untergehoben. Von einer Zitrone habe ich die Schale gerieben, sehr fein gerieben. Das kommt dann in die Creme hinein und 2 Zitronen habe ich gepresst und den Saft auch in die Creme hineingegeben. Und fertig wäre dann die Creme, die gebe ich dann jetzt in einen Spritzbeutel hinein. Dann brauchen wir Amaretini-Kekse und Apfelsaft, um die Kekse einzuweichen. Ihr könnt natürlich auch Orangensaft nehmen, aber ich finde Apfelsaft passt besser dazu. Die Kekse werden in Apfelsaft eingeweicht und dann auf einen Servierteller gegeben. Ihr könnt die Kekse einfach in Apfelsaft hineintun alle und dann so ungefähr 5 Minuten warten und einzeln abnehmen. Ich hatte solche goldene Servierplatten, das nimmt man für Torten oder Kuchen. Ihr könnt aber ganz normal einen Servierteller nehmen. Die Creme wird dann einfach mit einem Spritzbeutel auf die Kekse gegeben. Also so viel Creme dürft ihr jetzt nicht nehmen, weil darüber kommt jetzt noch eine Schicht Keks. Das ist mal Tiramisu ganz anders. Ich hatte Mandelblätter in einer beschichteten Pfanne angeröstet und habe sie dann ein bisschen zerkleinert und über die Creme bestreut und darüber kommt dann noch eine Schicht Kekse. Und zuletzt nochmal eine Schicht Creme, dann sind wir auch fertig. Das ist ein ganz anderer Geschmack, kann ich euch sagen. Die Kekse sind ja sowieso lecker mit dem Mandelgeschmack und Mandel, angeröstete Mandel und Zitronencreme. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und jetzt habe ich wieder Mandelblätter darüber bestreut und fertig ist mein Zitronen-Tiramisu. Ich habe natürlich sofort für euch probiert. Das war richtig super, super lecker. Ihr könnt einfach mal gucken, wie weich ihr die Kekse haben möchtet. Ich habe sie nicht zu lange in Apfelsaft gelassen. Die waren ein bisschen knusprig und das war genau passend. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten Video.